Das Problem ist, es werden nicht die richtigen Fragen gestellt. Das ist so ein bisschen wie, wir planen jetzt einen bemannten Marsflug. Wir rechnen aus, okay, genügend Treibstoff an Bord, lass uns losfliegen. Wir haben aber nicht geprüft, ob wir auch genügend Sauerstoff an Bord haben, genügend Nahrung an Bord haben und genügend Unterhaltung haben für einen zweijährigen Flug. Und genau das machen diese Studien. Es gibt keine einzige Energiewende-Studie, in der mal vorgerechnet wird, um 100.000 Windräder zu bauen, brauchen wir die und die Mengen Zement, Stahl, seltene Erden. Das sind eben auch hunderttausende Tonnen. Bloß die gibt es am Weltmarkt pro Jahr nur ein paar zigtausend Tonnen. Und das interessiert keinen. Also die Frage wird nicht gestellt. Deswegen, wenn man eine Frage nicht stellt, bekommt man natürlich auch keine Antwort.